Meine Lieben, ja, ich habe noch ein anderes Haul. Ich habe ja die Tage euch ein Fashion Haul gezeigt von Primark und von C&A und nun war ich auch an dem gleichen Tag, sieht man ja in meinem Outfit, war ich auch noch bei Action und bei TK Maxx. Ja, ich zeige euch erstmal die ein paar Sachen, die ich von Action gekauft habe. Ist jetzt nicht weiter spektakulär, aber ich denke, sowas interessiert mich auch immer und deswegen zeige ich es euch. Ich habe mir zuallererst so ein Ringbuch hier gekauft. Und zwar habe ich mir meine Inventurliste gemacht. Und irgendwie geht dieses Ding hier immer auf. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich mir unbedingt mal was kaufen, damit ich das richtig einheften kann. Und meine Inventur, meine Beauty-Inventur kommt jetzt in diesen Ringhefter rein. Der hat 69 Cent gekostet. Dann habe ich mir diese WC-Frisch Kraft- und Aktiv-Perl-Dinger hier fürs Klo, habe ich mir dort geholt. Dreimal Lavendel. Und einmal dieses hier, die haben jeweils 99 Cent gekostet und ist ja schon ziemlich günstig. Also die waren im Angebot, konnte ich nicht da lassen. So, dann habe ich Batterien gekauft. Nein, nicht für den batteriebetriebenen Freund. Das sind so Panasonic Batterien und ich habe so LED-Kerzen und da kommen halt auch sowas hier rein. Und ja, deswegen habe ich mir davon 4 Stück geholt. Das sind so 10er-Packs. 12 sogar. 12 Mal und die sind ganz gut, die halten schön lange und meine Mac, also von meinem iMac, die Maus ist ja auch batteriebetrieben und ich kenne das. Immer dann, wenn ich wenn meine Maus leer ist, habe ich nämlich keine Batterien mehr. Deswegen habe ich direkt zugeschlagen, die kosten 1,69. Dann habe ich für andere LEDs Kerzen, habe ich diese hier geholt. Die hat nur 39 Cent gekostet, das sind 8 Batterien. So, dann habe ich mir wieder so ein Notizbüchlein hier mitgenommen. Da kann man auch mal eine Seite rausreißen, wenn einem danach ist. Auch in so einem schönen Türkis, hat auch unter 1 Euro gekostet und sowas kann man gut bei Action kaufen. Dann brauche ich einen neuen Kalender und ja, da habe ich auch unter, ich glaube 1,19 oder so hat der gekostet. Ist jetzt nicht das beste Muster, ist halt sehr jugendlich, teenie-mäßig, aber ist mir egal. Ich brauche den halt und der sieht so aus. Und die sind halt nicht so groß, die Tage. Man kann da gut was reinschreiben und mehr brauche ich da nicht. Jetzt habe ich einen neuen Kalender. Ich habe eine Bratpfanne nochmal, ich habe nochmal eine Bratpfanne gekauft. Die ist super, da mache ich immer Rührei drin und mein Freund, der hat eine ganz blöde und deswegen habe ich ihm die mitgebracht und jetzt hat er auch nochmal eine neue Bratpfanne. Die kostet da 5,99 € und die ist, wie gesagt, super. Mein Rührei passt da richtig gut rein. So, dann habe ich meinem Freund auch nochmal ein Gel mitgebracht von Axe. Das gab es da auch für 1,99 €. Der benutzt immer Axe, allerdings ein rotes. Vielleicht ist das ja genauso. Habe ich ihm einfach mal mitgebracht. Ja, 1,99 €, wie gesagt. So, und dann habe ich so Organza-Säckchen hier für 79 Cent gekauft. Da sind 5 Stück jeweils drin. Und das sind blau, grün und weiße. Die finde ich total schön. Ich nehme sowas gerne, wenn ich im Kleiderkreisel irgendwas verkaufte oder vertausche. Tue ich da gerne so den Lippenstift oder sowas rein. Dann sieht das immer ganz schick aus. Ja. Dann habe ich euch vor einiger Zeit erzählt, dass ich ja eigentlich, dass ich mir bei Piper noch eine Yankee Candle bestellt habe. Das ist schon bestimmt 10 Wochen her, weil es gab da 20% Rabatt, so eine Aktion für Mitglieder. Klar, vor Weihnachten gab es ja eh 20% immer bei Piper, aber ich hatte halt mir diese Kerze bestellt, als es diese Mitglied 20% gab. Und weil Yankee Candle haben die ja da, ne? Und dann habe ich mir gedacht, weil ich hatte nämlich noch einen 5-Euro-Gutschein und dann wollte ich das halt direkt kombinieren mit der Sache. Ja, heute ist er dann endlich da gewesen, stellt euch das mal vor. Und konnte ich dann endlich abholen, habe mir nämlich Honey Glow bestellt. Und im Endeffekt hat sie mir dann nur noch 19 Euro, ich glaube 80 oder sowas gekostet, weil die kosten ja eigentlich 29,90 €, aber dann halt 20% Rabatt da drauf, das sind ja 6 Euro weniger und dann auch nochmal 5 Euro wegen dem Gutschein, hat mir die für 19 Euro gekostet und dafür habe ich mein Kerzenkaufverbot ja, viel heute an den Nagel gehängt, weil tatsächlich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Echt, ich war nämlich dann halt in der Stadt und dachte mir so, ach komm, gehen wir nach TK Maxx, vielleicht haben die ja neue Kerzen. So, und dann habe ich mir tatsächlich Kerzen gekauft
und bin dann raus und dann dachte ich mir, wie blöd bist du eigentlich? Du hast ja ein Kaufverbot gemacht. Wirklich, ich habe da vorher nicht dran gedacht. Kaum bin ich aus dieser Türe von TK Maxx raus, da dachte ich so, wie geil ist das denn? Ich habe Kerzen gekauft, obwohl ich mir selber ein Kaufverbot habe eingeräumt. Ne? Die hier habe ich mir direkt, das wusste ich ja noch, die hatte ich ja vorher schon bestellt, aber dass ich mir tatsächlich wieder Kerzen kaufe, umgetauscht habe ich sie natürlich auch nicht mehr, weil, ja, ich habe mir dann gedacht, komm, ich habe nämlich jetzt drei Bücher von meinen, hier, wie heißt es, Chroniken der Unterwelt verkauft. Die hatte ich euch ja letztens eine Book-Rezi gemacht. Und die letzten drei Bänder sind jetzt dafür verkauft. Und dann habe ich halt, ja gut, dann habe ich halt, die ersten drei sind übrigens noch zu haben. Ja, aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwie Kerzen gekauft wieder. Und im Nachhinein halt gedacht so, bin ich doof. Ich wollte doch gar nicht. Aber irgendwie wollte ich dann doch. So viel zum Thema Kerzenverbot. Naja. Und zwar, ich zeige euch die natürlich. Die ist so schön. 17,99 kosten die ganz großen. Und zwar heißt die Slate. Die ist hübsch, oder? Irgendwie sieht die so nichtssagend schick aus. Und zwar riecht die nach Musk, Mood, Green, Citrus, Floral, Herbs, Lavender, Rosemary und Moos. Also sehr herb und männlich. Das riecht so gut. Dann Watercolors. Diese Kerze hat 16,99 gekostet und da ist drin Strawberry, Courant, Citrus, Apple, Sweet Pea, Jasmin, Rose, Sandalwood und Musk. Riecht gut. Und sieht auch schick aus. Eine kleinere und zwar für 12,99 €. Und zwar ist das die Citrus Sage. Und die hat mich ziemlich überrascht. Da ist drin Citrus Sage, also Salbei, Clove, Floral, Sandalwood, Patchouli, Tonkabin. Mega. Die hat mich total überrascht. Sie riecht so gut. Ja. Die letzte. Und die letzte ist auch eine kleine, die kostet 12,90 €. Die heißt Wild Puppies. Sehr schönes Muster. Und das riecht so gut. Riecht so ein bisschen fruchtig und aber nach diesen, klar, diesen Mohnblumen, aber auch so. Das kommt mir voll bekannt vor. Was steht denn hier drauf? Poppy, Petals, Apple, Berries, Melon, Peach Blossom, Vanilla, Sweet Musk. Ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, was ich da rausgerochen habe. Auf jeden Fall riecht die auch sehr gut. Das war's. Das war wieder ein kleiner Haul zwischendurch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald wieder.